Hallo Leute, ich bin's ja wieder, der Chris, und heute gibt es mal wieder ein erneutes Video von mir. Und zwar gibt es heute ein wenig Kill Confirmed bzw. Abschuss bestätigt auf der Karte Fringe. Das Ganze spielt mit der KN44, eine wunderschöne Waffe auf jeden Fall, vom Gott gesegnet, wenn man so will. Aber ich denke mal, das wissen die meisten von euch bereits. Und ja, das Gameplay, ja, ist ziemlich nice, muss ich sagen. Hab hier einige Kills gemacht. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ist leider ohne Game Sound, ja. Da gab es ein paar Probleme mit der Aufnahme, aber naja, wie dem auch sei. Scorestreaks hatte ich dabei, das Geschütz, dann noch den Geist und dann noch den Hater, finde ich ja ziemlich top. Hab dazu ja schon mal ein Video gemacht. Ja. Nun ja, wie dem auch sei, ich habe die Streaks hier relativ häufig erreicht. Ich weiß nicht wie oft. Zweimal, dreimal, vielleicht auch viermal. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, aber das werdet ihr im Gameplay so ein bisschen sehen, wenn ihr das ja, euch anguckt. Nun ja. Aber ums Gameplay geht es heute gar nicht, sondern heute geht es um die Frage, ob Marcel Scorpion und Visca Barca Call of Duty zerstört haben, beziehungsweise das Spiel oder vielmehr die Spielreihe unspielbar gemacht haben. Ein Vorwurf, den man ja irgendwie doch mal des Öfteren liest. Da gab es irgendwie eine Zeit, wo es so eine richtige Hate-Welle irgendwie gab, hatte ich das Gefühl. Das ist schon einige Monate her, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich die zwei zum ersten Mal mitbekommen habe irgendwie. Ja, es hat auch ein bisschen gedauert. Die hatten irgendwie damals schon, was weiß ich, 200.000, 300.000, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Abonnenten. Und wow, da habe ich mich damals so gefragt, wow, von wo kommen die denn plötzlich her? So, noch nie von denen gehört so. Und da gab es dann in den Kommentaren so eine Art Shitstorm oder relativ viele Kommentare, relativ oft der Vorwurf, dass sie ja die ganzen Schwitzer verursacht hätten und dass es nur noch Schwitzer gibt und man gar nicht mehr normal spielen kann und so weiter und so fort. Und doch heute gibt es ab und zu Leute, die das irgendwie schreiben und ja, was soll ich sagen, ist auf jeden Fall interessant, ne? Und letzten Endes muss man auch feststellen, dass sich der Skill im Durchschnitt her, also vom Durchschnitt her, schon verbessert hat, also sehr, sehr krass verbessert hat. Früher gab es wesentlich mehr Noobs, wesentlich mehr mittelmäßige Spieler, wenn man so möchte, und wesentlich weniger Pros, ja, und heute gibt es sehr viele Pros, und mit Pros meine ich halt Leute, die eine sehr gute Reaktion haben, ein gutes Aim haben und ja, generell auch ja, gute Scores erreichen. Und da habe ich das Gefühl, dass es da echt viele gibt, die ja, sehr gut sind. Und das war halt früher, wie gesagt, relativ selten der Fall. Zumindest, ja, was mein Gefühl anbelangt. Da hatte ich so in MW2 immer ein Team Deathmatch und frei für alle. Das war ein Noob-Spiel-Modi, ja, ohne Scheiß. Da konnte man immer was reißen, konnte ganz entspannt spielen und musste sich da nicht großartig hetzen, wenn man einen guten Score spielen wollte. Zumindest als YouTuber, so wenn ich mal daran an die Zeit zurückdenke, wo ich kein YouTuber war, da war mir der Score eigentlich im Prinzip relativ egal. Natürlich wollte man nicht sterben, ohne Frage, aber da hat man sich trotzdem gefreut, wenn man halt Kills gemacht hat und wenn man positiv war. Und heute freuen sich die Leute erst, wenn sie eine Nuklear haben. Ne? Ist schon ein bisschen unterschiedlich, also ist schon ein kleiner Unterschied, muss man sagen. Also die Ansprüche sind schon wesentlich höher geworden, aber das kann man auch vielleicht den Gameplays zuschreiben, ne, auf YouTube. Die haben sich ja auch mit der Zeit immer krasser gesteigert. Am Anfang haben die Leute 30-5 in Frei für alle gefeiert oder in Herrschaft so ganz normale Gameplays gefeiert, so wo man 30-40 Kills gehabt hat, gemacht hat und ein paar Flaggen eingenommen hat. Heute braucht man bei Herrschaft 100 plus Gameplays, yeah, das ist das, was zählt und so. Ja, ist schon bisschen anspruchsvoller geworden und daran orientieren sich wahrscheinlich auch einige Leute, einige COD-Spieler, und da die Reichweite von den größeren COD-YouTubern im Vergleich zu früher doch sehr, 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 sehr zugenommen hat, hat es natürlich auch so einen gewissen, ja, Einfluss auf die Community, ne? Muss man schon sagen. Also wenn mehrere hunderttausende Leute solche Videos sich angucken, dann wirkt sich das natürlich auch aus, ne? Muss man dann doch mal so sagen. Ja, jedenfalls, wie gesagt, da gibt es so einen kleinen Unterschied, was den Skill jetzt angeht, so den durchschnittlichen Skill, was so den Durchschnittsspieler angeht. Die sind einfach besser geworden, ja. Vielleicht bin ich auch einfach schlechter geworden, weil ich spiele nicht mehr jeden Tag ein paar Stündchen COD. Das ist bei mir etwas seltener geworden. Also ich spiele da immer so zwei-, dreimal die Woche, vielleicht ein bisschen so am Wochenende halt, wenn ich Zeit habe. Ansonsten, ja, habe ich halt wenig Zeit für das Spiel. Also vielleicht bin ich da dann auch einfach grundlegend so ein bisschen schlechter geworden. Aber wenn ich mal so mir jetzt Frei für alle angucke, Leute, früher war das ohne Scheiß, früher war das so ein Spielmodus, wo es sehr viele Anfänger gab, wo es sehr viele mittelmäßige Spieler gab und wo es wirklich sehr wenige gab, die wirklich was drauf hatten. Und
Vor allem im Frühjahr, da konnte man halt mit dem Gaming-Headset, besonders zu MW2-Zeiten, wo man die Gegner halt wirklich auch gut gehört hat, da gab es ja einige COD-Teile dazwischen, also zwischen Black Ops 3 und MW2, ja, wo die Schritte wirklich kaum bis gar nicht zu hören waren. Und da war das echt so, wenn man ein Gaming-Headset hatte, ohne Scheiß, man war einer der wenigen, man war eine Rarität unter den ganzen COD-Spielern. Und heute ist es Standard. Wenn ihr euch mal in Frei für alle rumbewegt, ja, ihr werdet nichts hören, weil jeder Totenstille hat und jeder Wachsamkeit hat. Und wenn ihr keine Totenstille habt, das Perk, ja, dann seid ihr gefickt. Ihr seid einfach tot, weil, ohne Scheiß, da haben so viele Gaming-Headsets, beziehungsweise Kopfhörer oder was auch immer, die da benutzen und sie hören die Schritte einfach. Man merkt es einfach dann in den Killcams, wenn sie sich da bewegen und man dann in der Nähe ist und dann hinter denen ist und dann drehen sie sich plötzlich um, weil sie einen gehört haben. Das kriegt man einfach mit. Und da kriegt man dann manchmal echt so ein bisschen, die Krise, weil man halt nicht mehr normal frei für alle spielen kann, ohne halt diese Perks. Und das ist immer wieder so ein bisschen, nervig. Das gab es früher nicht so wirklich, ja. Also generell diese ganze Equipment-Geschichte ist ja heutzutage extrem eskaliert. Also irgendwie hat jeder einen Scuf-Controller. Es gibt sogar Leute, die haben als Clantech Scuf, Alter. Also falls irgendjemand das anguckt und ein Clantech hat, wo Scuf steht, bitte, bist du irgendwie behindert? Ich meine, was ist das bitte? Das ist richtig dumm, Alter. Ich verstehe es einfach nicht. Will man damit angeben, dass man sich einen 100 € Scuf-Controller gekauft hat oder so? Hey, ich habe einen Scuf-Controller, Bitch, yo! Ich meine, was ist das? Ich verstehe es nicht. Aber egal. Wie dem auch sei, Scuf ist Standard. Game-Monitor, also hier diese Monitore sind irgendwie Standard. Dann natürlich noch dieses Gaming-Headset. Das letzten Endes, so vom Equipment her, sind die meisten alle richtig krass ausgerüstet. Und das war früher, wie gesagt, eine Rarität. Ja, das war selten. Und ja, hat sich schon ein bisschen geändert. Also so gesehen muss man schon sagen, da gibt es einen gewissen Einfluss. Aber jetzt kommt's. Das kann man jeglichen YouTubern eigentlich zuschreiben. Jeglichen größeren COD-YouTubern, die nun mal mit ihrer Reichweite einen gewissen Einfluss haben und nicht nur Marcel Scorpion und nicht nur Wesker Barca, wobei die halt schon, ja, sehr stark dazu beigetragen haben, mit dieser ganzen Schwitzerei, mit der ganzen 100er Präzi und so weiter und so fort. Wenn ihr euch mal so die ganzen Chats mal anhört, also im Spiel, wenn es da so eine Leute gibt, da gibt es dann öfter so eine Aussagen wie: Ja, Mann, ich habe eine 100er Präzi und oh, voll die No-Hands hier am Start und oh, wie die alle schwitzen oder boah, ich muss hier gerade richtig schwitzen und oh, das hört man so oft. Und oh Gott, ey, es ist so schlimm eigentlich, finde ich. Aber naja, also man merkt halt schon, dass sich viele an diesen ganzen COD-YouTubern orientieren und auch entsprechend an den ganzen Gameplays orientieren und das unbedingt selber auch haben wollen und dann dafür ultra krass schwitzen. Und wie gesagt, das kann man aber generell so den ganzen YouTubern, der ganzen YouTube-Szene zuschreiben. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das eine Zerstörung? Kann man dann sagen, ist das Spiel jetzt unspielbar geworden? Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ihr müsst wissen, ich bin so ein Freund vom chilligen Zocken, ja, dass man sich einfach so hinsetzt, einfach ein bisschen Musik anmacht und ganz entspannt spielt, ohne jetzt großartig sich zu hetzen und dazu zu zwingen, einen krassen Score zu spielen. Das war mir eigentlich noch nie wirklich so wichtig, außer natürlich, wenn es darum ging, YouTube-Gameplays zu erspielen, ja, da will man natürlich einen guten Score zeigen und möchte schon ein bisschen was bieten, wobei ich da jetzt nicht auf Nukleares gehe, ja, selbst das ist mir nicht wichtig, ja, es gibt Leute, die gehen auf Nukleares und ich weiß ganz genau, Alter, ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Stress, wenn ich sterbe, dann raste ich einfach aus, irgendwie kurz vor der Nukleares, das habe ich alles schon durch, so mit den ganzen Nukes in MW2, mit der Moab in MW3, ey Leute, das ist mir alles zu viel Hektik und kein Bock auf so eine Scheiße, so, auf diesen ganzen Stress, aber es gibt Leute, die wollen das unbedingt machen, so, und ja, da kann man dann irgendwie nicht mehr so chillen und kann nicht mehr so entspannt zocken, sondern muss sich dann schon anstrengen, damit man nicht die ganze Zeit auf die Fresse bekommt. Und es kotzt mich so ein bisschen an, so auch frei für alle. Das war so ein Spielmodus, so ein Lieblingsspielmodi von mir, den ich einfach richtig gefeiert habe und den ich immer gerne gespielt habe. Aber heutzutage so viele Soundtouren, so viele krasse Leute, die da richtig krass schwitzen und richtig heftige Scores erzielen wollen. Und da gibt es Leute, die haben dann irgendwie 25 Kills, während ich dann noch irgendwie bei den 10 und 15 Kills rumgammel. Ja, also da komme ich manchmal gar nicht hinterher, voll gestört so. Und ich frage mich dann immer wieder, hä, was zum Geier machen die denn bitte so? Weil ich immer eigentlich relativ ordentlich spiele und nicht so wirklich sterbe und relativ viele Kills bekomme in Frei für alle. Und dann gucke ich so manchmal auf den Score und denke mir so, what the fuck, Alter, wo ist der denn jetzt schon abgeblieben so, ne? Ach ja, immer wieder eine interessante Sache. Also das finde ich so ein bisschen schade, aber zum anderen muss ich sagen, es ist grundsätzlich nicht schlimm, dass es jetzt gute Spieler gibt. Da muss man halt ein bisschen gucken, dass man da dann auch so ein bisschen mithalten kann. Ja, da muss man sich halt selber ein bisschen verbessern, muss gucken, okay, wie kann ich denn mit solchen Leuten mithalten? Scuf-Controller und so ein Scheiß braucht man eigentlich gar nicht. Letzten Endes braucht ihr eigentlich nur Kopfhörer. Ja, billige Kopfhörer, das reicht eigentlich schon aus, statt so eine Gaming-Headsets, wobei es natürlich vom Sound noch ein bisschen was anderes ist.
Und da natürlich gibt's, genau, Scuff-Controller, da gibt's so eine Alternative mit dem Button-Layout, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Da könnt ihr eigentlich generell dieses Scuff-Movement nachahmen, wenn man so möchte. Ist ganz nice für Black Ops 3, ansonsten für andere COD-Teile finde ich so ein Scuff-Scheiß ziemlich unnötig. So, ich meine, wenn es nicht diese Boost-Jumps gibt, dann ergibt es für mich einfach keinen Sinn, so einfach so ein kleiner Hüpfer, das ist einfach so, wow, rettet euch einfach nicht das Leben, wenn einer wirklich gut zielen kann. Aber naja, ja, und wie gesagt, das finde ich nicht so schlimm, aber es ist schon ein bisschen schade, dass man nicht mehr so entspannt spielen kann, wenn man so möchte. Also man ist halt schon immer so ein bisschen gezwungen, sich stark zu konzentrieren, weil andernfalls bekommt man halt doch in den meisten Fällen ziemlich heftig auf die Fresse. Ja, naja, wie dem auch sei, das war's von mir. Das Gameplay ist im Übrigen auch schon längere Zeit zu Ende. Ja, 54 zu 8 war es, glaube ich. Und ja, das war's von mir. Ich würde mal gerne wissen, wie ihr dazu steht, ob ihr es ja, schlimm findet. Ob ihr es immer noch spielen könnt, COD. Ja, weil letztendlich, in meinen Augen, kann man es immer noch spielen. Ist jetzt nicht komplett für den Arsch. Aber man merkt halt schon, wie die Leute alle richtig krass auf Gameplay sweaten. Und, oh Gott, ey, richtig. Ich verstehe da manchmal den Sinn nicht, weil ich meine, ganz ehrlich, so ein bisschen entspannt zu zocken, macht in meinen Augen ein bisschen mehr Spaß, statt sich jetzt über jeden Tod aufzuregen und zu sagen, nein, meine Dreier-KD, sie geht zunichte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber heutzutage definiert sich ja irgendwie wieder durch die KD, ja, mit der KD. Das war aber schon, ist schon seit längerer Zeit der Fall. Immer die KD. Oh, die KD ist so wichtig. Ich brauche die 3er-KD. Ich muss auf den Schulhof angeben. Yeah. Ah, ja. Naja, wie gesagt, schreibt eure Meinung in die Kommentare und ansonsten war es das von mir. Wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, von daher, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.